Guten Tag. Ich schon wieder da. Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Hallo, liebe Fanatics. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von unserem kleinen Fußball-Podcast 90 Minuten Hardcore. Echte Gefühle. Und auch heute wollen wir wieder über die gefühlvolle Seite des Fußballs sprechen. Und weil große Gefühle immer zwischen Menschen bestehen, habe ich mir zwei herrlich verrückte Freunde hier in den Benanza-Bus geholt, der eben schon Bang-Bus genannt wurde. Nicht zu verwechseln mit gleichnamigen Adult-Content. Und das sind zum einen der liebe Joe. Servus. Und der als nicht immer ganz so lieb eingeschätzte, aber liebevoll genannt werden wollende Karl-Heinz Ballermann. Hier ist er. Hier ist er. Herzlich willkommen. Ja, die heutige Folge heißt, oder vielleicht verrate ich die Folge gerade noch nicht. Ich sage einfach mal, von welchen Vereinen ihr Fans seid. Ich sehe hier schon einen liebevoll an meine Scheibe geklebten Hannover 96 Sonnenschutz. Es Hannover. Ist wirklich großartig. Und der Joe sitzt hier in dem schönen schwarzen Auswärtstrikot des VfB Stuttgart. Ja, und damit ich das überhaupt ertragen kann, Leute, ne, das ist ja schon eine Zumutung, weil man muss nämlich dazu sagen, der Moderator, der ist ja eben auch noch FC-Fan. Und um das zu ertragen, habe ich uns mal ein paar Bier mitgebracht. Hervorragend, die hätten ruhig kalt sein können. Ja, ich weiß, aber für euch Lutscher habe ich gedacht, das reicht. Ja. Was ist denn mit deinem Bier? Ja, ich wollte ja frisch bleiben. Was der Hannoveraner so alt unter Bier versteht, lauwarmes Heineken aus der Dose. Ja. Es gibt natürlich auch andere Biersorten. Du als Schwabe, so einem geschenkten Maul, schaut man nicht ins Gaul oder umgekehrt. Ja, Unverschämtheit. Genau. So, dann? So, ja, dann hoch die Tassen. Das ist jetzt hier Alkoholpremiere im Bus. Der bleibt natürlich stehen. Zwinker, zwinker. Hopp, 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 schoppe in die Koppen. Ich muss aber auch noch verraten, wie die Folge heißt. Und die hat bei den zwei Vereinen, das passt auch zu den Typen, den wunderbaren Namen Absteiger. Quatsch. Unverschämtheit. Heißt Wiederaufstieg heißt das. Die Folge Wiederaufstieg. Das können wir dann, das können wir dann also in einem Jahr machen. Zumindest für den VfB. Was ich noch fragen wollte. Kennt ihr den Film Bang Boom Bang? Mhm. Wer kennt ihn? Beide? Nee. Bang Boom Bang. Kalle redet nicht so gerne. Nee, Kalle hat auch guckt noch nicht so viel fern, weil Bang Boom Bang ist im Endeffekt hier schuld, dass es diesen Podcast gibt. Da gibt es nämlich die wunderbare Szene, wo dein Namensvetter Kek, auch Kek Ballermann, in einem, und das muss ich direkt korrigieren, weil in der ersten Folge habe ich Idiot das natürlich verkackt. Da habe ich gesagt, das ist ein Opel Manta. Da fahren die echten Fans wahrscheinlich aus der Hose. Das ist ein Ford Taunus, viel geiler, fährt er die Straße runter in die Videothek und will sich einen Film ausleihen und kriegt von dem Videothekenbesitzer den wunderbaren Porno eingelocht angeboten mit den Worten 90 Minuten Hardcore. Ey, das ist ja genau wie deine Sendung. Ja, großartig. Und da haben wir gedacht, das passt zum Fußball wie die Faust aufs Auge und haben den ganzen Podcast so genannt. Du bist ein verrückter Hund. Ja, und jetzt sitzt ihr hier mit mir im Benanza Bangbus und redet über den jüngsten Abstieg eurer Vereine. Stuttgart hat es ja immerhin noch in die Relegation geschafft. Was ist da besser, Relegation oder dann wenigstens klare Kante und runter? Ja, du darfst zu anfangen, ja. Darf ich anfangen? Also Relegation ist ja erstmal grundsätzlich ganz okay, wenn man es denn dann schafft. Ansonsten kannst du halt auch direkt absteigen. Aber am Ende war es ja auch vorhersehbar. Also der VfB hat ja jetzt auch seit Jahren im Prinzip drum gebettelt. So die letzten Erfolge so um die 2010er Jahre und dann ging es ja praktisch immer weiter bergab. Und ich glaube, die Trainer waren immer so im Durchschnitt 8 Monate oder so was noch hier. Also 15 Trainer in 10 Jahren, so was wie der HSV so ungefähr. Und irgendwann war der Abstieg schlicht und einfach folgerichtig. Ja. Apropos Trainer, wir haben ja in unserem Intro auch einen ehemaligen VfB-Trainer, der bei der Vorstellung damals in Stuttgart die wunderbaren Worte "Ich schon wieder da" gesagt hat. Insofern passt das ja heute ganz besonders gut. Der hat sich auch, glaube ich, nur 7 Monate gehalten. 2005 oder so, dann ist er in der Winterpause schon wieder gegangen worden, weil er, glaube ich, so eine Defensivtaktik da gespielt hat. Naja, das ist halt, wie man in der Gastro sagt, der Gewinn wird im Einkauf gemacht, nicht im Verkauf. So ist das beim Fußball. Die größten Fehler machst du im Erfolg. VfB damals regelmäßig Champions League,
viel Einnahmen, Verpflichtungen damals eben, Kronkia von Chelsea, Thomasson von Mailand und alle nicht eingeschlagen, alles abgehaftet, die teure Stars und der Trainer, der dann irgendwie die Leute wollte, aber nicht halt spielen lassen. Ja, und eigentlich ging es da dann schon langsam bergab. Dann hatten sie nochmal so einen Pokalsieg in 2007 und nochmal ein paar so Achtungserfolge und internationale Geschäfte, aber eigentlich war es 10 Jahre lang der Weg nach unten. Ja, wo sie eigentlich auch hingehören, muss man ja sagen. Also ich bin ganz froh, dass Hannover 96 dieses Mal, also es nicht in die Relegation geschafft hat, schon allein wegen der Trikots, muss ich sagen. Das ist echt, ich glaube, noch ein Spiel in diesen ekligen Dingern angucken, das wäre echt schlimm gewesen. Augenkrebs garantiert, ne? Und gut, Erfolg hätte es auch nicht gebracht, da stimme ich dir dann zu, Jochen. Also das kannst du dir dann halt auch sparen. Von daher bin ich da eigentlich sehr gut mitgefahren, dass Hannover 96 abgestiegen ist, weil die haben es auch diese Saison einfach richtig gut verdient, muss man einfach sagen. Ja, und der Moment, als der Abstieg dann so klar war, wie gesagt, bei Joe hat es ja sogar noch und dem VfB hat es ja sogar noch 2 Spiele gedauert, die jetzt, ich habe sie gesehen, auch nicht unbedingt pures Vergnügen für VfB-Fans waren. Wie ist dann dieser Moment? Du hast schon gesagt, ich bin FC-Fan, ich kann da natürlich auch aus Erfahrung sprechen. Aber für euch, also nimmt man das dann, weil sich's abzeichnet, routiniert hin? Oder wenn man halt in so einer Art Endspiel, Abstiegsendspiel, dann doch den kürzeren zieht gegen den vermeintlichen Underdog, ist man dann richtig, richtig down erstmal ein paar Tage? Nee, also da muss ich echt sagen, dazu wird man schon vorher zu lange weich gekocht. Und ich meine, das zeichnete sich ja auch nun wahrlich ab. Und da muss man auch einfach mal sagen, dass du ja irgendwann auch nur noch froh bist, wenn du diesen Mist nicht mehr sehen musst. Ja, also wenn dann zum Beispiel, also ich habe ja eigentlich immer den Fernseher angeschaltet, um Fußball zu gucken. Aber wenn du dann in Wirklichkeit Joggen im Stadtpark guckst, wo die beiden schön nebeneinander herlaufen, also der Gegner und der 96er, ja, und da passiert dann eigentlich nichts. Ja, dann bist du irgendwann auch mal froh, wenn das ganze Ding vorbei ist einfach. Und dann denkst du, ach komm, gehst du mal in eine zweite Liga, da kannst du mal wieder ein bisschen kicken lernen. Ja? Also von daher, ich muss sagen, so ein Schockmoment gab es da eigentlich gar nicht. Und, aber ich glaube, dazu kommen wir vielleicht später noch, ja. Was wir auch unbedingt heute noch klären müssen, ist, was bedeutet eigentlich Abstieg? Ist das eigentlich wirklich immer was Negatives? Oder ist das auch was Positives? Also ich bin da gar nicht, ich sehe das gar nicht so tragisch, ehrlich gesagt. Ja gut, aber man läuft ja immer Gefahr, dass man dann einfach ein bisschen von der Bildfläche verschwindet, weil die Fernsehgelder einfach extrem einbrechen und sehr viel übers Geld dann vielleicht doch geht. Natürlich gibt es immer Gegenbeispiele, aber hat man da nicht so einen Moment die Angst, wir kommen einfach nicht mehr hoch. Also ein Jahr in der zweiten Liga kann ja auch heilsam sein. Ich glaube, darauf willst du anspielen, aber vielleicht versauert man dann, es wird ein Jahrzehnt also, oder so. Es gibt natürlich solche und solche Beispiele. Gladbach war auch mal zweite Liga, die haben es wieder geschafft, die spielen wieder vorne mit. Ja. Es gibt andere Beispiele, Traditionsclubs Kaiserslautern, die sind voll am Arsch. Ja. 1860 München sind voll im Eimer. Ich glaube nicht, also der VfB ist ja auch aufgestiegen vor 2 Jahren wieder, war schon mal ein Jahr in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob das wirklich gut war. Viele haben gesagt, es war heilsam, aber eigentlich war es nicht heilsam. Es hat nur einen Haufen Geld gekostet. Das war die Quintessenz und du bist einfach als Aufsteiger, auch als VfB Stuttgart, erstmal nicht konkurrenzfähig, weil die Kohle muss irgendwo herkommen. Dann hatten sie Anfang des Jahres jetzt, Anfang der letzten Saison vom Daimler 40-50 Millionen Euro bekommen. Die haben sie super verpulvert, aber hat alles nichts gebracht, weil haben sie wieder lauter Pfeifen eingekauft. Beim VfB ist es ja immer so, sie bräuchten eigentlich drei Linksfüßer, kaufen aber 3 Rechtshänder und sagen, der liebe Gott wird schon richten. Und das war wieder mal so, dass der Plan, den man irgendwie schon gesehen hat, man braucht eine Innenverteidigung, was kauft man? Sturmtalente aus Argentinien. Kann man machen, aber das Ergebnis ist dann halt auch das, was man hat. Ja. Und jetzt nochmal zu dem Relegationsspiel und dem Ausgang. Wie war das für dich? Hast du den Fernseher ausgeschaltet und hast gesagt, ja, scheiß drauf? Oder warst du schon... Ich war tatsächlich in der Altstadt hier in Bonn in der Kneipe. Hab das mit ein paar Freunden geguckt und am Ende war es, nachdem das auch das Rückspiel, nach dem Hinspiel so emotionslos auch vom VfB war, auch bei uns relativ emotionslos. Wir waren abgestiegen, okay, dann sehen wir uns halt hier im nächsten Jahr zum zweiten Mal. Und in Bonner Kneipen kann man sich auch mal trösten, ne? So ist das. Ja, das soll wohl so sein. Also die sind ja auch jetzt nicht das erste Mal abgestiegen, eure Vereine. Wird man auch dadurch so ein bisschen routinierter, dass man sagt, okay, also ich weiß zumindest beim ersten Mal, als der FC 98 runtergegangen ist, da war ich echt traurig. Das war so der Nimbus des Bundesliga-Dino war gebrochen und so weiter und so fort. Und dann nach dem 4., 5. und dann zwischenzeitlich 6. Mal, genau wie du sagst, dann sagt man, okay, dann
dann ist das halt so, wenn es gut läuft, kommen sie wieder hoch. Gerade jüngst geschehen, wenn sie nächstes Jahr wieder runtergehen, nimmt man es wahrscheinlich dann auch nicht gerne, aber irgendwie dann zur Kenntnis und sagt, dann gehe ich halt in die zweite Liga gucken. Sind auch geile Spiele. Letzte Saison 8-1 gegen Dresden. Hätte es wahrscheinlich so in der ersten Liga zumindest für den Verein nicht gegeben. Ich sag mal, wie Karl-Heinz Ballermann gerade schon gesagt hat, man wird so lange weich gekocht, es ist schlicht und einfach emotionslos. Es ist einem dann auch egal nach Jahren des Niedergangs, den man zugeguckt hat. So ging es mir praktisch. Also der Abstieg war folgerichtig und so what. Und an sich finde ich halt auch Spielen gegen den Abstieg finde ich total reizvoll. Ja? Also gerade bei Mannschaften, Die ja nach oben hin sowieso eigentlich nichts erreichen, ist das ja im Grunde genommen die umgekehrte Meisterschaft. Und, das ist ein super Punkt, weil genau das habe ich mir auch schon oft gedacht oder mir die Frage gestellt, was ist eigentlich geiler? Da gibt es auch unterschiedliche Meinungen. Was ist geiler? Die ganze Saison im gesicherten Mittelfeldspiel und nach oben und nach unten nichts zu reißen haben, das ist ja irgendwo auch stinklangweilig. Oder dann wenigstens einen gepflegten Abstiegskampf mit all den Ängsten, die da vielleicht mit verbunden sind, aber Spannung ohne Ende bis zum letzten Tag. Ja, würde ich dir zu 1000% zustimmen. Du musst dir das nur mal angucken. Also schau dir doch mal zum Beispiel das Fanleben eines Klubberers an im Vergleich zum Fanleben eines Wolfsburger Fans. So. Beim Wolfsburger Fan, da dumpelst du da irgendwo da in der Tabelle rum und gewinnst da eigentlich nichts, ja. Und auf einmal, nach ein paar Jahren, dann auf einmal gewinnst du was. Und da weißt du gar nicht, wie du feiern sollst, weil das hast du gar nicht gelernt. Ja, wirklich. Du hast natürlich bei Abstiegen, dann hast du halt mal den Abstieg, aber du hast dann genauso gut wieder den Aufstieg. Und da machst du dann halt, da trittst du halt mal richtig durch den Tisch vor Freude. Mhm. Diese Erfahrung haben die gar nicht. Und die Wolfsburger, die mussten sich erstmal einen Balkon ans Rathaus nageln, damit die da überhaupt mal feiern konnten, ja. Und wahrscheinlich haben die vorher auch noch eine Bedienungsanleitung gekriegt vom VW, wie man das eigentlich macht. Ja, aber bei Wolfsburg ist das auch egal, da kommt ja eh kein Schwein. Ich meine, ja, aber die Komparsen, die haben sie doch da eingekauft. VW verschenkt jedes Wochenende 25.000 Karten und am Ende haben sie 10.000 im Stadion. Also, das muss man merken. Glückwunsch. Ja, Leverkusen ja im Übrigen auch, also die kriegen ja ihre Scheißbude auch nicht voll von dem her. Dann lieber eine gute zweite Liga mit dem HSV und ein paar geilen Traditionsclubs. Also das macht ja dann auch Spaß. Dann können hier die Brausi-Clubs und Pillen-Clubs in der ersten unter sich spielen. Ja, ich glaube, es gab auch selten so eine geile zweite Liga wie jetzt. Also das ist richtig cool. Ich meine, da siehst du den HSV, vor allen Dingen siehst du Hannover. Ne? Meinst du jetzt die kommende Saison? Ja, ich fand die letzte ist auch schon nicht schlecht. Also auch wenn man dann so ein bisschen mitfiebern musste, wenn man einen eigenen Verein da hat. Da war ja bis wenige Tage vor Schluss noch alles möglich in Sachen Aufstieg. Und das zeigt vielleicht, dass es da tatsächlich auch fast spannender zugeht als in der ersten Liga, wo die Meisterschaft scheinbar immer in den letzten Jahren klar vergeben ist. Es ist natürlich eine extrem harte zweite Liga. Also der HSV ist praktisch zum Aufstieg verdammt. Ansonsten sind die wirklich eher auf dem Weg Richtung Kaiserslautern, weil die haben jetzt ein Jahr verpennt, haben doch ihre super Negativserie die letzten Spieltage den Aufstieg verbaselt. Also da musst du erstmal hinkriegen und ich glaube, wenn die es dieses Jahr nicht schaffen, dann führt für die der Weg erstmal nach unten. Ja, das glaube ich. Also der Vorteil ist halt, jetzt nochmal zu Stuttgart, wir sind praktisch schuldenfrei in der zweiten Liga. Der VfB hat halt, der HSV hat halt dann irgendwo eine dreistellige Millionenbetrag an Schulden. Ja. Das ist der Unterschied. Aber das ist halt eine Millionenstadt. Ich meine, den HSV, den kriegst du halt immer vermeint. Außerdem ist das Norddeutschland, mein Freund. Und, Millionenstadt. Ja, ihr könnt halt nur Spätzle mit Linse und Siedewürstle. Seidewürstle. So, dass das mit mal geklärt ist. Mit deinem Lapscoaster, mit deinem Scheißdreck. Na gut, ihr seht, ja, die Gefühle kochen hoch. apropos Gefühle, ihr habt beide, haben wir eben schon kurz vor der Sendung hier drüber gesprochen, seid Fans von echten Traditionsvereinen. 1893 versus 1896, zum Glück kein 1899, da würde ich euch aus dem Bus schmeißen. Dreckschmack. Aber jetzt mal ganz so Hand aufs Herz. Ihr seid ja irgendwann mal zum Fan geworden. Wie war das und vor allem, was bedeutet der Verein euch heute, vielleicht auch im Unterschied zu dem, was er euch als Kind bedeutet hat? Ganz ehrlich, als Kind hat er mir gar nichts bedeutet. Da habe ich in Karl-Heinz Rummenigge Bettwäsche geschlafen. muss ich echt sagen. Ich finde, was mir an dem Verein gefällt, bei Hannover 96, das ist alles ein bisschen nüchtern, das mag vielen dann auch nicht gefallen. Es ist familientauglich und es ist vor allen Dingen bodenständig. Also allein schon, dass das Stadion so mitten in der Stadt liegt, dass du da die ganze Stadt zu den Heimspielen wandern gehen siehst und da musst du halt eben keinen Bus oder Nahverkehrsmittel benutzen an den Stadtrand, sondern da bist du mitten im Leben und das ist einfach richtig nett. Also
Da gibt es auch vom Publikum her keine so ausgeprägten Pflegefälle. Ich meine, gibt es wahrscheinlich da auch, ja. Aber das ist einfach bodenständiger Fußball. Und eben gerade genau das Gegenteil von Erfolgsgarantie, ja. Aber immer so sozusagen der Kampf gegen den Abstieg und dann eben auch wieder der Kampf um den Aufstieg. Das ist eigentlich das Reizvolle, finde ich. Also ich muss noch mal gerade da einhaken, was du anfangs gesagt hast. Du hast in Karl-Heinz Rummenigge Bettwäsche geschlafen. Ich hatte eigentlich gedacht, ich frage dich mal, ob du in Hannover 96 nee. Bieber Bettwäsche geschlafen hast. Weil ich habe das tatsächlich für den Domstadtverein getan. Ich habe selbst im Sommer wie ein Schwein geschwitzt, weil ich diese Bieber Bettwäsche nicht abziehen wollte. Aber das war bei dir Karl-Heinz Rummenigge dementsprechend auch Bayern München? Ja, also Karl-Heinz Rummenigge war für mich ein Halsbringer damals als Kind. Also wenn Karl-Heinz Rummenigge eingewechselt wurde, vor allen Dingen in der deutschen Nationalmannschaft, dann wurde alles gut. Also wurde nicht immer, aber das war... Aber das liegt doch bestimmt daran, dass ihr dieselben Vornamen habt, oder? Ja. Karl-Heinz Ballermann. Karl-Heinz Ballermann war ja auch noch. Ja, wir sind ja auch entfernt verwandt. Ich glaube auch, dein Vater war ein großer Karl-Heinz Rummenigge-Fan. Richtig. Ganz offensichtlich. Und ist immer nach Mallorca geflogen. Naja, gut. Aber okay, das ist ein bisschen weit hergeholt. Wie war das für dich, Joe? Also ich erlebe dich, wenn wir Fußball gucken, als durchaus leidenschaftlichen Fußballkonsumenten, der auch eine klare Meinung äußert, vielleicht auch nicht immer ganz korrekt, was ja gerade das Geile am Fußball ist, dass man da so aus sich rausgeht. Wann bist du Fan geworden? Wie war das? Also gab es also das eine Schlüsselerlebnis, wo du ins Stadion mitgenommen wurdest und sagst, das ist mein Verein, oder ist das einfach, weil... Wer Schwäbisch redet, muss auch Stuttgart-Fan werden. Ja, so eher so ungefähr. Also es gab ja bei uns gar keine andere Möglichkeit. Es war ja nicht wie 80er Jahre oder sowas im Westen, wurde mit Bochum, Wattenscheid, Schalke, Dortmund und dann im Rheinland runter Köln und so weiter. Ein Haufen zur Auswahl hat es. In Baden-Württemberg gab es schlicht und einfach im Prinzip nur den VfB. Das war für die Schwaben der Club und für die Badener war es der KSC. Es gab da kein SC Freiburg, kein 1899 Hoffenheim. Sprich, eigentlich bist du auch als Familie, da sind vom Opa bis zum Enkel alle VfB-Fan. Dann gehst du auch mal mit dem Opa ins Stadion, gehst mit der Schule ins Stadion, gehst mit Freunden ins Stadion. Es bleibt einem ja praktisch gar nichts anderes übrig. Natürlich gab es auch damals schon die Typen, die dann irgendwie Bayern-Fan wurden, aber ob man das dann so ernst nehmen muss, sei dahingestellt. Über die lache ich mich halt heute noch tot. Was war so der geilste Moment? Nee, ich will jetzt auch mal was von dir wissen. Du willst was von mir wissen? Wie bist du denn FC-Fan geworden? Das habe ich doch schon in der ersten Folge erzählt. Du hörst ja hier den Podcast gar nicht. Das ist auch erst seit gestern veröffentlicht. Nee, ich habe es heute schon angehört. Wie bin ich Fußball-Fan geworden? Ich bin ja aus Berlin nach Hessen gezogen worden im Alter von 4. Das war da 1978. Und ich habe das Dorf der verdammten Kinder genannt, weil da waren alle verdammte Gladbach-Fans. Und ich habe auch zugegeben in der letzten Folge, dass ich auch tatsächlich Gladbach-Fan werden wollte, aber nicht durfte, weil ich die doofe Mannschaft nicht kannte. Da bin ich aus Frust, wahrscheinlich wegen des Doublesiegs, Köln-Fan geworden und habe mich fortan mit Devotionalien zuschmeißen lassen, unter anderem Biberbettwäsche. Und das hat mir dann aber sehr zu Positivem verholfen, als ich ins Rheinland gezogen bin, weil hier bin ich dann quasi irgendwie auch fantechnisch angekommen. So war das damals, mein lieber Karl-Heinz. Ja, das klingt plausibel. Aber ich habe, wie gesagt, jeder hat eine dunkle Vergangenheit. Bei dir heißt sie Bayern München und Karl-Heinz Rummenigge Bettwäsche. Und bei mir war es der ist ja wohl entschuldigt. Damalige Wunsch, was nicht entschuldbar ist, in meinem Fall Gladbach-Fan werden zu wollen. Aber wie gesagt, ich war 4. Vielleicht spricht da die Schuldunfähigkeit noch für mich. Ja. Ja, Jungs, wie gesagt, große Erlebnisse als Fan. Gibt es da so die Anekdoten? Also ich persönlich mag auch super gerne diese Fußballgeschichten, die eigentlich gar nichts mit Fußball zu tun haben. Also Fußball ist geil, das bringt die Leute zusammen, aber ist ja oft auch nur ein entweder Ventil oder auch ein Anlass für viel, viel geilere, abseitige Erlebnisse. Ich habe in der ersten Folge auch so ein paar Anekdoten aus meinem Fanleben erzählt. Habt ihr da irgendwas, wo ihr jetzt sofort denkt, das war irgendwie auf der Auswärtsfahrt, Da ist irgendwas passiert oder da habe ich irgendein Gespräch, also manchmal sind es auch die Dialoge, die ich persönlich richtig lustig finde, die euch da in Erinnerung geblieben sind. Irgendeine Anekdote für die Nachwelt? Ach, ganz pauschal fällt mir eigentlich immer nur ein, dass ich mich natürlich auch auf Oktoberfesten als Hannover 96 zugetaner sozusagen geäußert habe.
Und man wurde dann immer so mitleidig angeguckt. Aber der Vorteil war, du konntest da immer gut mit allen schnacken. Ja? Also du hast immer eine Basis gehabt, egal wen du da getroffen hast. Du konntest immer über Fußball schnacken. Und eigentlich hat dir keiner übel genommen, dass du Hannover 96-Fan bist. Was auch ein bisschen dafür spricht, dass sie wahrscheinlich so keine wirkliche Konkurrenz für irgendjemanden darstellt. Aber ich verbinde damit eigentlich, wie gesagt, nur nette Sachen, ja. Also ich meine, Entschuldigung, Oktoberfest, das ist ja fast wie Ausland, weil ich wollte gerade sagen, das ist auch im Ausland. Also selbst wenn man sich kaum was zu sagen hat, finde ich so bei, wenn man im Ausland irgendwie ist, im beruflichen oder privaten Umfeld, dann hat man über den Fußball ganz oft, egal wo man hinkommt, einen gemeinsamen Nenner. Das finde ich so faszinierend, weil es so viele Fußballfans gibt, dass man über das Thema eigentlich mit fast jedem quatschen kann. Außer mit dem Joe natürlich. Ja, der hat keine Ahnung. Was ist? Nee, wie ist das für dich? Hast du irgendein besonderes Erlebnis? Also eigentlich gab es da relativ viele. Früher, als ich nur im Süden war, war ich halt auch relativ regelmäßig im Stadion. Dann halt hier im Rheinland und im Ruhrgebiet auch oft auswärts spielen. Also Gladbach oder Duisburg, als die erste Liga waren, Schalke, Dortmund. Was halt so geht. Und eigentlich muss ich immer sagen, war es dann auch bei den Auswärtsfahrten hier, gerade wenn du in Schalke im Stadion warst, weil ja auch eine ganz geile Stimmung ist, also kann man ja sagen, was man will, aber Stimmung kriegen die schon in die Turnhalle rein und du schläfst dann da beim Kumpel und der VfB-Fan ist und du fährst dann mit der S-Bahn irgendwie da zum Stadion und die ganzen Wagen sind eigentlich voll mit blauen Trikots und du hast halt irgendwie dein weißes Trikot an und dein Kumpel, aber irgendwie war es dann trotzdem immer ganz nett, weil also wir hatten vielleicht auch Glück und das waren jetzt nicht die voll Asozialen, aber irgendwie hattest du dann trotzdem großen Spaß mit den Leuten, hast noch irgendwo ein Bier getrunken und hattest einfach einen schönen Nachmittag, egal wie das Spiel ausging. Mhm. Also das war immer ganz gut. Und dasselbe auch noch mal gegen Kaiserslautern, als die noch in der ersten Liga waren. VfB führt, ich glaube, 3-0, 4-1, am Ende geht es 4-4 aus. Wir hatten einfach eine riesen Gaudi. Wir waren im KSC-Block mit weißen Trikots praktisch, aber wir hatten einfach eine riesen Gaudi mit denen und am Ende war es auch vollkommen egal. Es war eines der geilsten Auswärtsspiele sowieso auf dem Betzenberg und einfach ein super geiler Mittag, weil es einfach gute Leute waren, auch von Lautern damals noch zusammen in die Fankneipe in der Stadt. Das war einfach so, wo du siehst, also Fußball schweißt auch zusammen, auch Fans von anderen Mannschaften, wenn du nicht gerade die Vollidioten hast. Ja, das stimmt. Apropos Stadionbesuch, erinnert ihr euch an euren allerersten Stadionbesuch? So dieses Gefühl, ich weiß nicht, wie alt ihr da wart, so das erste Mal ins Stadion zu laufen. Mir war das ja tatsächlich relativ spät, erst so mit 12, 13, als ich ins Rheinland gezogen bin. Da ist ja mal im altehrwürdigen Müngersdorfer Stadion aufgelaufen, ausgerechnet gegen Karl-Heinz Ballermanns damalige Jugendliebe, den FC Bayern. Ja. Haben auch einen auf den Sack gekriegt. Ja, ich hatte es als Kind ziemlich hart, weil ich bin ja, ich komme aus Norddeutschland und da oben, ganz da oben, da hast du halt in der Heimat relativ, also eigentlich gar keine Vereine, wo du da mal ins Stadion gehen kannst. Ja gut, SV Wilhelmshaven, ja, das ist ja Waldas Ibernauskas zum Beispiel. Ja, aber da gab es ja noch kein Stadion damals, ja, zumindest als ich Kind war. Also keins so im klassischen Sinne. Und aber die haben jetzt eins, echt sehr schön. Von daher habe ich keine wirklichen Kindheitserinnerungen, was Stadien angeht. Das kam eigentlich erst später auf. Aber eigentlich war Fußball so Bratwurst. Das muss ich sagen. Egal, ob es da Stadion gab oder nicht, aber das war Bratwurst. Das kann ich bestätigen. Das ist ein schönes Zitat. Fußball ist Bratwurst. Wie ist das für dich? Ich schätze mal, der erste Besuch war im Gottlieb Daimler-Stadion. Neckarstadion. Ja, heißt ja gar nicht so, oder was? Der Neckarstadion ist ja der ursprüngliche Name. Gottlieb-Daimler-Stadion hieß es ja dann für die Leichtathletik-WM, als der Daimler AG oder Daimler-Mercedes-Benz AG damals noch den Umbau bezahlt hat und damals dann eben die Rechte bekam für den Namen. Und dann kam ja der nächste Umbau irgendwann, nochmal 30 Jahre später, und dann war es eben die Mercedes-Benz Arena. Ja, die wollte ich gerade vermeiden, aber dann war ich trotzdem in der Zeitschiene noch nicht ganz. Nee, Neckarstadion ist eigentlich der alte Name und eigentlich sagt der Stuttgarter auch nicht, wir gehen in die Mercedes-Benz Arena, man geht ins Neckarstadion, wie man in Hamburg in den Volkspark geht und also ja, diese. Müngersdorfer Stadion. Ja, diese ganzen komischen Arena-Namen mit irgendwelchen Sponsor. Ich würde mir als Sponsor einmal überlegen, ob sich das wirklich lohnt, da irgendwie 10 Millionen pro Jahr reinzustecken. Ja, aber was willst du denn machen? Neckar-Benz-Stadion oder was? Neckarstadion. Ja, aber dann hast du ja als Sponsor nichts davon. Ja, aber bring's eh was. Ich meine, die Leute nehmen es ja eh nicht an. Dann mach doch so ein Mischnamen. AOL gibt's auch nicht mehr. AOL Arena.
Ja, aber in der Tat, ich kann mir auch diese Sponsoring-Namen gar nicht merken, weil die bis auf wenige Ausnahmen auch alle paar Jahre dann wechseln. Und dann heißt das gar nicht mehr so, dann heißt das nach irgendeinem anderen Hauptsponsor. Also heißt das noch Signal Iduna Park in Dortmund? Nee, das heißt jetzt. Man geht ins Westfalenstadion, bevor Ende Gelände. Ich weiß gar nicht, wie die gerade heißen. Ja, ja. Karl-Heinz Ballermann-Stadion. Ja, ganz genau. Thema Abstieg oder Absteiger. Ich habe es hier als künftiger Aufsteiger, als amtierender Aufsteiger mit zwei Absteigertypen zu tun. Unverschämtheit. Ja. Nächstes Jahr sieht die Sache wahrscheinlich schon wieder anders aus. Da können wir auch gerne nochmal eine Folge machen, wo ihr euch rächen könnt. Aber mit welchen Erwartungen geht ihr denn jetzt hier in die Abstiegssaison? Also die Aufstiegssaison meinst du? Die Aufstiegssaison, ja. Was redet der? Unverschämtheit. Wie ihr wollt. Was sind eure Erwartungen für den kommenden Aufstieg? Alles andere als die Meisterschaft wäre eine Enttäuschung. Ende. Das besondere Schmankerl ist ja, dass wir werden diese Folge wenige Tage vor dem großen Gipfeltreffen zum Auftakt der zweiten Bundesliga-Saison 2019-2020 ausstrahlen. In ein paar Tagen geht's los und da treffen just eure beiden Vereine aufeinander. Mhm. Also das schreit ja quasi nach einer Einschätzung im Vorfeld. Was glaubt ihr? Natürlich erwartet jeder einen 8-1-Sieg seiner Mannschaft, aber... Nee, das würde ich gar nicht sagen, ja. Aber ich meine, die Daten, die sprechen ja für sich. Also es gibt ganz klar eine Klatsche für VfB. Das liegt ja auf der Hand schon statistisch. Also ich habe da mal ein paar Zahlen mitgebracht. Ja. Jetzt kommt er wieder mit Zahlen. Ja, du kommst ja den harten Zahlen nicht vorbei. Ich wusste ja, dass wir haben jetzt im Vorbereitungsspiel gegen Winterthur nur 3-1 verloren. Das ist immerhin ein guter Schweizer Zweitligist. Das lässt mich dann doch hoffen, dass wir gegen Hannover ganz tolle Chancen haben zu gewinnen. Glückwunsch. Also, ich habe mir das mal angeguckt, ja. Also, Hannover ganz klar besser in der Heimbilanz, ja. Also ganz deutlich. Da habt ihr überhaupt nichts zu kamellen. Und auch wenn man mal alle Heimspiele addiert, die Hannover gemacht hat, und dann Vergleich mit den gewonnenen Heimspielen von Stuttgart, ja, auch ganz klar, dass da Hannover vorliegt, ja. Ja, also Hannover ist auch in der ewigen Tabelle ganz weit vorne, Nummer 1 vor dem FC Bayern, klar. Nein, aber das ist, ich meine, an der Zahl kommst du ja nicht vorbei, ja. Ich erinnere also, nur an den... Aber Statistiken gewinnen keine Spiele, mein Lieber. Doch, das ist so. Das habe ich hier ganz genau recherchiert. Das ist nämlich so, dass Hannover 96 32 Heimspiele hat, ja. Und gegen Stuttgart, ja. Und 32 Heimspiele, ja. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt zu den gewonnenen Heimspielen von Stuttgart... Die haben nämlich nur 23 Heimspiele gewonnen. Stuttgart hat nur 23 Heimspiele gewonnen, aber wir reden von 32 Auswärtsspielen oder was? Ja, ich hab da mal so eine... Du hast die Unentschieden weggelassen. Nein, ich hab eine ganz eigene Kennzahl einfach mal entworfen, weil das passt auch ganz gut. Ballermann-Ratio. Und da haben wir hier ein ganz klares Verhältnis von 32 zu 23. Das heißt, Hannover ist ganz deutlich besser. Ja, weil es waren insgesamt 32 Spiele und Stuttgart hat nur 23 davon gewonnen. Du tippst auf ein 3-2 für Hannover 96. Nee, ich tippe auf ein ganz schmutziges 2-1. Ist ja klar. Aber das liegt meines Erachtens statistisch auf der Hand. Ja, wo du gerade so schon über Zahlen sprichst, was sagst du denn eigentlich als Hannover 96-Fan zur 50+1-Regel, die dein geliebter Präsident immer kippen will? Jetzt muss der Jurist hier nochmal hier zur Zahlenstellung nehmen, da bringt nichts. Aber zur 50+1-Regelung, die der kippen will. Ja, der will ja immer die was, volle... Was, der will kippen? Nee, der, oder braucht der jetzt? Der Kind, der will ja immer volle Kontrolle über seinen Verein. Und da gibt es ja dann die Regel, dass das nicht in Deutschland erlaubt ist. Die sollen sich alle nicht so anstellen. Ganz ehrlich, wer heute noch denkt, dass Fußball nichts mit Kommerz zu tun hat, der ist sowieso von übergestern. Und ehrlich gesagt verstehe ich da auch diesen ganzen Fan-Trubel in Hannover nicht. Wer guten Fußball auf höherer Ebene sehen will, das kostet halt Geld, ja. So, da kann ich aber dann auch sagen, das eint uns alle drei wieder als regelmäßige Beobachter des großartigen Bonner SC, von dem wir natürlich alle Fans sind. Zuletzt, weil der Sohn von Karl-Heinz Ballermann natürlich auch beim großartigen Bonner SC spielt. Und das ist dann halt auch noch ehrlicher Fußball für wenig Geld in der Regionalliga. Ballermann Junior, der wird schon noch von sich reden. Ja, da kostet das Bier noch 2,50 und die Wurst auch. Und da kannst du nur einen netten Mittag machen und ist auch gut. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch noch eine Folge drüber machen, was so ehrlicher, ja nicht ganz Amateurfußball, aber eigentlich offiziell ist es Amateurfußball, eigentlich für einen Charme hat. Warten wir mal die Saison ab, wenn sie losgegangen ist. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, da auch so ein paar Stimmen noch einzufangen. Aber zum Abschluss
der Bus wird warm mit zwei so heißen Typen für euch. Ja, ja, umso mehr. Ja, Joe macht sich jetzt gleich nackig. Ich weiß, da hast du schon die ganze Folge drauf gewartet. Ja, hier, der von ja, wir werden gleich noch ein kleines Foto machen. Da hat er dann allerdings noch sein VfB Stuttgart da angezogen. Meine VfB Stuttgart Reizwäsche, bitte. Das kleine Schwarze. Der Karl-Heinz Ballermann wird schon ganz geil, wenn er mich im Trikot sieht. Ja, erst erblende ich von den H96-Trikots und jetzt muss ich auch noch dich nackig angucken. Abschließend irgendwas, was ihr der Nachwelt noch hinterlassen wollt, ist die einmalige Gelegenheit. Du hast vorhin gesagt, man kann ja noch über das Thema sprechen, ob Abstieg oder Absteiger sein eigentlich immer sowas, was ganz Schlechtes ist. Muss natürlich nicht sein, kann ja auch einen Reinigungsprozess in Gang setzen oder einfach so mal irgendwie den Kopf klären. Gibt es da noch weitere Gedanken, die du dir eigentlich darunter vorstellst? Nö, aber für mich ist das alles wirklich ganz einfach. Aufstieg bedeutet in der Regel auch wieder, Abstieg bedeutet in der Regel auch wieder Aufstieg. Und wenn du schon nicht die Möglichkeit hast, dich über internationale Platzierungen zu freuen oder gar eine Meisterschaft, dann ist das eine prima Sache, wenn du zumindest mal sowas wieder feiern kannst. Und ich verbinde damit überhaupt nichts Negatives, ehrlich gesagt, im Ergebnis. Sagt der ehemalige Bayern-Fan, wie ist es bei dir? Naja, ich schaue mal verhalten optimistisch in die neue Saison, weil die letzte Saison war ja vor allem von Niederlagen geprägt und tatsächlich hat auch vor 3 Jahren in der Aufstiegssaison eben vom VfB Stuttgart die Zweitligasaison deutlich mehr Spaß gemacht, weil sie da als souverän die meisten Spiele gewonnen haben, teils auch ansehnlichen Fußball gespielt haben. Von dem her schaut man sie vielleicht auch mal wieder lieber an als jetzt in der Abstiegssaison. Also wunderbare Steilvorlage. Das denke ich nämlich tatsächlich auch. Ich habe ja jetzt ein paar Jahre Erfahrung in der zweiten Liga sammeln dürfen und in aller Regel waren das die schöneren Saisons für den Fan, auch wenn es weniger bedeutsam ist, in der zweiten Liga zu spielen. Aber du gehst einfach ins Stadion und hast in der Regel mehr Spaß, weil die auch mehr Spiele gewinnen. Und wenn ich jetzt gucke, Auftaktprogramm vom 1. FC Köln zum Beispiel, da sind ja die ganzen großen Namen, die dann in den ersten 7 Spieltagen da auflaufen. Dann denkt man, okay, da kriegst du vielleicht einen auf den Sack. Muss nicht sein, vielleicht machen sie auch einen Durchmarsch. Aber die realistische Wahrscheinlichkeit ist ja, dass man relativ viele Niederlagen sehen wird. Und dass man zumindest nicht so klar der Favorit auch ist oder die Aussicht hat, dass man da auch ein schönes, erfolgreiches Spiel sehen darf als Fan, mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Also das finde ich, hat auch was für sich. Man will vielleicht nicht immer da in der zweiten Liga rumhüpfen, aber so ein Jahr zweite Liga macht dann auch schon mal Spaß, weil einfach die Erfolge viel, viel größer sind, viel mehr da sind davon. Wenn es läuft, fragt die HSV-Fans. Mhm. Ja, aber bei denen lief es ja auch ganz lange gut. Also ja, das meine ich. Am Ende ja, der bittere Abschluss. Ich glaube, und wenn du dann eben den Aufstieg verbaselst und dann eben auch noch so doof, dass du irgendwie die letzten 7 Spiele, ich glaube, noch irgendwie 2 Punkte oder sowas holst. Ich meine, ganz ehrlich, dann macht es halt auch keinen Spaß. Dann lieber 15. in der ersten Liga machen. Ja. Was übrigens auch noch total schön ist, dass ja VfL Osnabrück jetzt auch noch in der zweiten Liga spielt. Und da habe ich ja studiert, ja. Also ich habe total viele Bindungen jetzt in die zweite Liga. Das ist einfach total cool. Und da freue ich mich auch nochmal umso mehr drauf. Ja, und das wird ja dann für dich nächstes Jahr, wenn der VfL Osnabrück, Hannover 96 und der FC Bayern München in der zweiten Liga rumspielen, das wird ja ein Festival. Da bist du ja nur noch besoffen. Das ist großartig. Ach, das kriegen wir auch so hin. In diesem Sinne, Jungs, du kannst leider nur zugucken, ja, weil du hast uns dein letztes Bier geschenkt. Sag so, ich groß. So ist der Hannoveraner. Herzlichen Dank, dass ihr hier im Benanza Bang Bus wart. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, dass wir natürlich weitere Folgen produzieren werden, weitere Gäste in diesem Bus holen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr uns wohlgesonnen, wohlgeneigt bleibt, wenn ihr uns in euren sozialen Medien, wie man so schön sagt, edit, followed und liked und was es da alles gibt. Und wünsche euch viel Spaß mit 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Bleibt gesund und fanatisch. Ciao. Ciao. Rein, tschüss. Ich habe fertig.